Du möchtest neue Kunden gewinnen, neue Geschäftspartner gewinnen oder einfach nur Mitglied werden in einem neuen Verein oder Verband. Auf jeden Fall wirst du immer auf die gleiche Person treffen, nämlich das Alpha-Tier. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer des X-Group-Instituts und wir begleiten jedes Jahr mehrere hundert Unternehmer und Selbstständige in allen unternehmerischen Phasen. Und aus diesen Fehlern und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir diesen YouTube-Kanal gemacht und du bist eingeladen, diesen Kanal jetzt zu abonnieren und nachher das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Auf der einen Seite bin ich selbst in vielen Vereinen und Verbänden und Genossenschaften Mitglied und auch im Vorstand und treffe dort auch viele Alpha-Personen. Auf der anderen Seite sind viele meiner Kunden auch Unternehmer, Selbstständige, die Alpha-Tiere sind. Und deshalb weiß ich aus der Praxis, wie herausfordernd es ist, mit einem Alpha-Tier umzugehen. Schauen wir uns als erstes überhaupt das Alpha-Tier ein wenig näher an. Denn auf der einen Seite wünschen sich viele auch den Status und die Anerkennung eines Häuptlings, eines Alpha-Tiers, eines Vorstands in einer Gruppe. Auf der anderen Seite hat aber dieses Alpha-Tier eine ganze Menge Aufgaben und die solltest du wissen. Die wichtigste Aufgabe des Alpha-Tiers ist genau zu wissen, was der Punkt G ist. G kann ein Gegenüber sein, kann ein Ziel sein, ein Grund sein, eine Vision sein. Und die wichtigste Aufgabe des Alpha-Tiers ist, die gesamte Gruppe in Richtung oder gegen diesen Grund zu führen und zu überleben, zu bestehen und das Ziel zu erreichen. Weiterhin hat das Alpha-Tier ständig die Aufgabe, auch nach außen zu gucken, wovon kommen Angriffe. Gleichzeitig muss das Alpha-Tier nach innen in die Gruppe gucken, wo gibt es Konflikte, wo muss die innere Ordnung wiederhergestellt werden, wo gilt es, Normen und Werte zu beachten und durchzusetzen. Und das Alpha-Tier darf dann auch Entscheidungen zu treffen, nach innen, um Menschen beispielsweise zu sanktionieren, zu bestrafen, zu ermahnen oder gar aus der Gruppe zu schmeißen oder nach außen eine entsprechende Entscheidung zu treffen, die auch mal Leben oder Tod bedeuten können, wenn es draußen in der freien Natur unterwegs bist oder die auch mal Kündigung oder Einstellung neuer Mitarbeiter bedeuten würden, wenn es um deine Firma geht. In der sozialen Rangordnung oder Hackordnung kommen direkt unter dem Alpha-Tier die Beta-Typen, die Beta-Tiere, die auf der einen Seite natürlich Alpha unterstützen und supporten und selbst davon profitieren, dass Alpha ganze Zeit in seinem Kopf die Aufgaben dreht. Auf der anderen Seite beobachten auch die Beta-Typen das Alpha-Tier und warten auf eine Schwäche, um dann zu übernehmen. Und das ist sogar gut für die Gruppe, dass immer die stärkste Person, die Person, die am meisten Verantwortung und Weitsicht hat, dann auch an der Spitze die Gruppe führt, damit die Gruppe insgesamt überlebt und nicht das einzelne Alpha-Tier mit der Gruppe untergeht. Kommen wir nun zur dritten Gruppe, den Gamma-Typen. Das sind diejenigen, die sich hundertprozentig mit dem Alpha-Tier identifizieren und es unterstützen, hundertprozentig auf der Seite des Alpha-Tiers stehen und in der Regel in der Gruppe die Arbeit, die sogenannte Knochenarbeit, auch erledigen. Kommen wir nun zur vierten Gruppe, zur schwierigsten Gruppe, den Omega-Typen, weil diese in der Regel als Störer empfunden werden. Diese arbeiten und denken völlig eigenständig, unabhängig und gehen gerne auch mal in eine Gegenposition zum Alpha-Typen. Das Gute an Omega-Typen ist, dass sie darauf hinweisen, dass etwas nicht stimmt, dass etwas fehlt, dass etwas eine schlechte Qualität hat oder dass das Risiko zu groß ist und regt dadurch die Gruppe an, Verbesserungsprozesse einzuführen. Der Nachteil eines Omega-Typs ist, dass die häufig bestraft werden, dass sie häufig gemobbt werden oder sogar einfach aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Was bedeutet das nun für den Alltag, wenn du jetzt Kunden gewinnen willst oder Geschäftspartnerschaften aufbauen willst oder Mitglied wirst in einem neuen Verein? Ganz klar, die große Frage stellt sich, wenn du in dieses bestehende Netzwerk hineinkommst, wo alle Positionen in der Regel besetzt sind, welche Position willst du einkleiden? Klar ist, wenn du hier reinkommst und bist selbst ein Alpha-Typ und du bestehst auf deine Rolle und du bestehst darauf, auch Anerkennung und Status zu bekommen, wie du es vielleicht in anderen sozialen Räumen und Nischen bisher gewohnt bist, dann wirst du sehr wahrscheinlich in einen Konflikt treten, direkt mit dem Alpha-Typ. Wenn du auf der anderen Seite allerdings den Kontakt mit dem Alpha-Typen vermeidest und dich mit ihm in Verbindung bringst und er dich überprüft hat, ob du wirklich der Gruppe förderlich bist und dass du dort nicht wildern willst und dass du seinen Status nicht angreifen willst, sondern du fängst hier unten an, mit dem Gamma-Typen dich zu unterhalten oder dich sogar mit dem Omega-Typen zu solidarisieren und der Alpha kriegt das mit, dann wird er dafür sorgen, dass du wieder ausgeschlossen wirst aus der Gruppe. Das bedeutet also im Unterstrich, dass du weder in der Alpha-Position in einen neuen Verein oder Verband einsteigen solltest und du solltest dich auch nicht mit dem Omega verbinden. Also bleiben nur übrig, dass du selbst entweder die Beta-Position oder die Gamma-Position einnimmst. Nimmst du allerdings letzte Position ein, dann wartet viel Arbeit als Kassenwart, als Schriftwart oder sonst ein Wart auf dich und du wirst viel Zeit dort investieren müssen. Das heißt, die beste Position ist, wenn du in eine neue Gruppe reinkommst oder auch mit einer neuen Gruppe Kontakt aufnimmst, wo du den Geschäftsführer als Kunden gewinnen willst, dass du dich als
Wettertier erstmal positionierst als Unterstützer und Förderer und es tunlich vermeidest, die Alpha-Position des herrschenden Alpha-Tiers anzugreifen. Wenn du es aber gewohnt bist, bisher in einer Alpha-Position zu sein, dann bedeutet es für dich, wenn du in ein neues System eintrittst, ein neues soziales System eintrittst, dass du alles veränderst, dass du deine Alpha-Position verbal, nonverbal, paraverbal, also mit deiner Körpersprache und stimmlich und von der Art der Wortführung anpasst, dass du in die Beta-Position kommst und auch bleibst. Und überleg dir auch in Zukunft genau, ob du tatsächlich in irgendeine Alpha-Position hineinkommen willst. Denn das, was auf dich wartet, das ist viel Arbeit, das sind viele Gespräche, das sind viele Menschen, das ist ein Denken Tag und Nacht über alle Mitglieder der Gruppe, über alle Gefahren, die von außen kommen und alle Ziele, die die Gruppe sich als Ziel gesetzt hat. Deshalb kann es hilfreich sein, dass du mit Absicht in vielen Gruppen in der Beta-Position hältst und lieber das Alpha dort unterstützt. Zusammengefasst kannst du also davon ausgehen, dass in nahezu jeder Gruppe und Gemeinschaft immer ein Alpha-Tier vorhanden ist. Weiterhin kannst du davon ausgehen, dass derjenige, der auch der Entscheidungsträger ist, um mit dir Geschäfte zu machen, dir einen Auftrag zu erteilen, dass das auch Alpha-Tier sind. Und da ist das Beste, wenn du selbst ein Alpha-Tier bist, dass du dich in diesen Unterordnungsprozess auch mit Absicht hineingibst. Natürlich kannst du jederzeit die Gruppe wechseln. Du kannst jederzeit in der Gruppe auch deine Funktion wechseln, deine Position wechseln. Dazu findest du eine gute Anleitung in dem Buch oder auch in unserem Video Statusspiele. Du kannst also deinen Status regelmäßig neu positionieren. Aber sei dir bewusst, dass wenn du eine Alpha-Position angreifst, dass du diesen Konflikt mit dem Alpha-Tier auch gewinnen musst. Das Beste ist natürlich, wenn du mit dem Alpha-Tier zusammenarbeitest und eine geordnete Übergabe anstrebst. Sprich also, das Alpha-Tier, das alte Alpha-Tier, fördert dich dabei selbst, dass du aus der Beta-Position in die Alpha-Position kommst. Und dazu lade ich dich ein, in möglichst vielen Vereinen und Verbänden und Gemeinschaften auch Mitglied zu werden und dort auch in Führungspositionen zu kommen. Das hilft dir nicht nur beruflich voranzukommen und deiner Selbstständigkeit, sondern es hilft dir auch, deine Netzwerke, deine Kontakte, deine Reichweite weiter auszubauen, mehr Experten in dein Team zu kommen, mehr Multiplikatoren zu gewinnen, die du brauchst für deinen erfolgreichen Start und für deine erfolgreiche Entwicklung deines Unternehmens.